auf den Wehrbericht. Nicht einsatzbereit, das ist das Fazit, das gezogen wird vom Deutschen Bundeswehrverband anlässlich des heutigen Wehrberichts. Es gäbe in allen Teilstreitkräften massive Probleme, so der Verbandsvorsitzende Wüstner. Keine einzige Heeresbrigade sei einsatzbereit, es sei elementar, jetzt zu investieren. Er hoffe, dass die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel, auch heute den Finger in die Wunde legen werde. Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr habe bisher auch nichts verbessert. Seit 1990 seien mehrere hundert Milliarden Euro eingespart worden und man habe sich nur auf internationales Krisenmanagement konzentriert, ohne in die Landesverteidigung zu investieren. Und fasst man das, Gerrit Sebald, zusammen, dann könnte man sagen, die Bundeswehr ist nicht nur arm, sondern sie ist auch überhaupt nicht sexy. Oder täuscht der Eindruck? Ja, dieser Eindruck, der kann tatsächlich entstehen. Und warum das so ist und was getan werden muss, das frage ich ja jetzt direkt mal Eva Högel, Wehrbeauftragte der Bundesregierung. Sie ist nämlich bei mir hier im Haus der Bundespressekonferenz. Sie haben ja jetzt den Bericht auch vorgelegt. Heute Personal, Material, Infrastruktur. Es mangelt tatsächlich an allen Ecken und Enden. Was ist denn Ihrer Meinung nach das drängendste Problem der Bundeswehr? Einen schönen guten Tag. Alle drei Themen sind wichtig. Ausreichend Material. Die Bundeswehr hat immer noch von allem zu wenig. Genügend Personal. Die Bundeswehr altert und schrumpft. Und der Zustand der Kasernen, Stichwort Infrastruktur. Alles ist gleichermaßen wichtig. Und natürlich gibt es da noch sehr, sehr viel zu tun, bis die Bundeswehr vollständig einsatzbereit aufgestellt ist. Ich habe heute aber auch festgestellt, dass im Jahr 2023 viel passiert ist und ich erkenne auch Fortschritt. Ja, wir haben es gerade auch schon gehört. André Wüstner, Vorsitzender des Bundeswehrverbands, sagt tatsächlich, diese 100 Milliarden Sondervermögen, die hätten quasi nichts gebracht. Wie kann das sein? Wo ist das Geld hingeflossen? Zwei Drittel des Sondervermögens sind gebunden. Es wurden Verträge geschlossen. Es wurden vom Deutschen Bundestag 25 Millionen Euro Vorlagen auf den Weg gebracht im Wert von 47,7 Milliarden Euro. Davon sind 20 aus dem Sondervermögen. Das Geld wird investiert und natürlich dauert es, bis das Material auch produziert ist und bis das Gerät dann bei der Bundeswehr auch ist. Die Truppe ist zu Recht ungeduldig. Ich auch als Wehrbeauftragte. Ja. Aber es braucht noch eine Zeit, aber immerhin die Dinge sind auf den Weg gebracht und ich finde, das muss man auch mal feststellen. André Wüstner hat auch bei uns im Weltinterview bei uns im Studio gesagt, er hatte das Gefühl, nach dem Angriff auf die Ukraine durch Russland, ist die Politik kurz aufgewacht, aber sie hätte sich, wie er sagt, jetzt wieder hingelegt. Wie sehen Sie das? Ist die Notwendigkeit immer noch präsent in den Köpfen der Politiker? Also ich kann nicht feststellen, dass der Deutsche Bundestag sich hingelegt hat, sondern es wird unter Hochdruck daran gearbeitet, die Bundeswehr mit Material auszustatten, was sie braucht. Ich begrüße im Übrigen auch, dass das Thema Personal ganz oben auf der politischen Agenda angekommen ist und gesehen wird, dass wir einen massiven Aufwuchs brauchen bei der Bundeswehr. Mehr junge Leute, besser werden in der Personalgewinnung, aber auch Personalbindung. Und ich nehme wahr, dass es ein hohes Engagement aller Beteiligten gibt in der militärischen Führung, im Ministerium, aber auch im Deutschen Bundestag. Es ist noch lange nicht alles da, wo wir es haben wollen. Wir sind noch nicht am Ziel. Das braucht noch wirklich eine Kraftanstrengung. Aber ich kann auch feststellen, und das ist mein Blick auf das Jahr 2023, dass dafür viel getan wurde. Sie haben gerade die Truppenstärke und das mangelnde Personal angesprochen. Da drängt sich ja tatsächlich die Frage auf, die ja jetzt auch immer wieder aufgetan wird. Brauchen wir in irgendeiner Form eine Rückkehr zur Wehrpflicht? Die alte Wehrpflicht, die 2011 ausgesetzt wurde, die brauchen wir nicht zurück. Die ist im Übrigen nicht mehr zeitgemäß und die würde die Bundeswehr auch vollkommen überfordern. Wir brauchen ja Stuben, wir brauchen Ausrüstung, wir brauchen Ausbilder. Aber ein Gesellschaftsjahr, was ja auch der Bundespräsident immer vorschlägt, bei dem nicht ein ganzer Jahrgang eingezogen wird zur Bundeswehr, aber die Bundeswehr eine Möglichkeit ist, so einen Dienst zu leisten, wie auch vielleicht der soziale Bereich, Umwelt, Kultur, was auch immer. Das wäre eine gute Möglichkeit und deswegen würde ich mich freuen, wenn mal konkret über Konzepte diskutiert wird und vielleicht die Bundeswehr da auch dann von profitieren kann. Kurzfristig löst so ein Dienst nicht die massiven Personalprobleme, die die Bundeswehr hat. Ein Problem, was ja immer angesprochen wird, ist die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, die noch nicht da ist, wie man sagen kann. Wie besorgt muss man sein, auch mit Blick auf die Bedrohung aus Russland? Unsere Bundeswehr sorgt dafür, unseren Frieden, unsere Freiheit, unsere Demokratie im Ernstfall zu verteidigen und bis dahin durch glaubhafte Abschreckung zu sichern.
Das macht die Bundeswehr großartig und das macht sie im Bündnis und gemeinsam mit unseren Partnern in der Europäischen Union und in der NATO. Und natürlich sind die Streitkräfte auch in anderen Ländern noch nicht vollständig einsatzbereit, weil sie noch nicht auf diese Herausforderung entsprechend reagieren konnten. Daran muss jetzt unter Hochdruck gearbeitet werden, aber wir müssen uns keine Sorgen machen. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind Spitze, auf die Bundeswehr ist Verlass. Und das habe ich in meinem Jahresbericht auch zu Recht hervorgehoben. Und wir können Ihnen dankbar sein. Dann abschließend noch die Frage, wenn man sich hört, es mangelt, es gibt viel Mangel, auch Material. Welchen Einfluss hat das auch vielleicht auf die Unterstützung der Ukraine? Natürlich führt die Ukraine-Unterstützung dazu, dass unsere Bundeswehr, die ja von allem zu wenig hat, noch weniger von allem hat. Aber trotzdem sehen unsere Soldatinnen und Soldaten das als richtig und notwendig an, die Ukraine auch mit Materialabgaben zu unterstützen, auch wenn das die eigene Einsatzbereitschaft gefährdet und gravierende Lücken reißt in den eigenen Materialbestand, Ausbildung dadurch weniger möglich ist, auch Übungen weniger möglich sind. Aber es ist trotzdem notwendig und richtig. Umso wichtiger ist es, dass das abgegebene Material zügig wieder beschafft wird und dann wieder der Bundeswehr zur Verfügung steht. Frau Högel, vielen Dank für dieses ausführliche Interview. Dankeschön. Ja, wir haben es gehört, es ist viel auf dem Weg, aber es ist auch noch viel zu tun. Wir gucken, das Jahr 2024, so heißt es hier auch, das wird ein entscheidendes sein für die Bundeswehr. Gerrit Sebald, recht vielen Dank in die Bundespressekonferenz. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.